Herr Rogge, ich freue mich riesig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber jetzt sehen wir uns in Zeiten von Corona in digitaler Das ist Form. schön. Das freut mich riesig. Herr Rogge, warum ich mit Ihnen reden will, hat einen ganz einfachen Grund. Ich sammle im Moment Geschichten aus der alten Zeit. Das ist schön. Sie gehören für mich zu den Repräsentanten der alten Zeit, wenn ich das sagen darf. Ich bitte um Das bin Verzeihung. ich auch. Das ist nicht diskriminierend gemeint, aber Nein. Sie haben eine ganz lange Geschichte mit unserem Institut. Ja. Wir fangen an natürlich mit der Geburt 1940 in Wilhelmshaven. Das war vermutlich zu Kriegszeiten Ja. schwierige Bedingungen, aber Sie haben dann in Hamburg, nein, stimmt gar nicht, in Marburg haben Sie angefangen. Ja, In in Marburg Marburg. haben Sie angefangen. Das Was? war ein etwas, was Hofstetter mir empfohlen hat. Der war ja in Rüstersiel in Wilhelmshaven, das ist ein Vorort von Wilhelmshaven. Ach. Und den kannte ich daher und der hat gesagt, also ich soll nicht zum Küfer gehen, da bekäme ich die richtige Grundausbildung. Und ich muss heute sagen, das war auch so. Marburg ist ja damals ein Zentrum der experimentellen Psychologie Ja. gewesen. Und nicht umsonst ist die Tagung experimentell arbeitender Psychologen erstmalig 1959 in Ja. Marburg aufgerichtet worden. Ja. Ja. Wir hatten sie ja vor einigen Jahren hier in Heidelberg. Ja, und Marburg, damit verbinde ich mir auch eine ganze Menge. Rainer Bastine zum Beispiel war zur gleichen Zeit da, Manfred Amelang war zur gleichen Zeit da. Also insofern war Marburg schon klar. Ja, Und ja. wir sind dann als eine große Gruppe nach Hamburg gegangen, zusammen mit Lina. Sie sind mit Lienert nach Ja. Hamburg gewechselt. Ah, Ja. das war mir gar nicht klar. Ja, das erklärt, warum Hamburg dann plötzlich nach Marburg, nach 2 Semestern Marburg kam. Ja, Lina hatte gesagt, wir sollten mit und das haben wir auch. Genau. In Hamburg waren Hofstetter, da war Bondi. Das war Ja. ja eine damals sehr berühmte Kollektion von Ja. Psychologen, bei denen Sie studieren konnten. Sie haben dort in Hamburg 1965 Ihr Diplom gemacht, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, das ist richtig. Dazu muss man noch sagen, dass das Institut drei Gliederungen hatte. Der untere Zweig waren die Methodiker, der mittlere Zweig waren Sozialpsychologen und der obere Zweig war Bondi mit Entwicklungspsychologen. Ah ja, sehr interessant. Ja, das war mir auch nicht klar. Ja, also und im Methodenbereich versammelten sich also Hofstetter, Lienhardt, Eifert und Sixtel. Das waren die vier und wir haben jeden Freitag nachmittags um 2 angefangen und so bis 17 Uhr, so wie wir gerade diskutieren wollten, haben wir das gemacht. Das war ganz toll. Also insofern war klar, wenn man von Hamburg kam und war im unteren Zweig, was dann aus einem wurde. Methodenlehre war damit schon ein bisschen determiniert. Ja. Sie sind dann mit Lienert nach Düsseldorf gegangen. Da hätten wir uns ja fast begegnen können. 1968 haben Sie dort promoviert. Nein, das war ganz merkwürdig. Das war ganz merkwürdig. Also erstmal musste ich ja nach Heidelberg. Und zwar, das Wort musste ich ist richtig gewählt, weil ich saß in der Bibliothek und bereitete mich im März auf mein Diplomexamen vor, das im Mai war. Dann kam ein Student und sagte, du sollst mal sofort zum Lienert kommen. Dann bin ich zu Herrn Lienert ins Zimmer. Dann zeigte er auf seinen Schreibtisch und sagte, hier liegt eine Fahrkarte, die ist für Sie. Zweiter Klasse nach Heidelberg. Habe ich mich groß angeguckt, habe gesagt, ich habe erstens noch kein Examen, woraufhin er sagte, das wird schon. Und zweitens, was soll ich in Heidelberg? Ja, das sage ich Ihnen jetzt. Da gibt es ein WHO-Projekt, das die Mediziner planen und die brauchen unbedingt jemanden, der sie in der Methodenlehre unterstützt, damit ein Design entwickelt werden kann. Ja, machen Sie das mal. Fahren Sie da mal hin. Das Super. habe ich gemacht.
Dann kam ich dahin zu Herrn Christian, der mich sehr gefördert hat. Und der sagte zu mir, ja, in der Blumenthalstraße 40 steht eine Villa, in die ziehen Sie dann ein. Ihre Sekretärin heißt Frau Martin und Ihr Co-Mediziner ist der Dr. Müssi. Und so begann ich in Heidelberg. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja wirklich sehr interessant. Das ist, also wenn man das heute sich vorstellt, ja, was da damals war, aber da Lina ein herzensguter Mensch war, konnte man ihnen auch nicht irgendwie widersprechen. Es war, wäre nicht nur unmöglich gewesen, sondern es war klar, ich bin dann gefahren. Ja, großartig. Aber dann konnten wir uns in Düsseldorf wirklich nicht begegnen. Ich habe 1972 in Düsseldorf Psychologie begonnen und da war das letzte Jahr, in dem Lienert noch in Düsseldorf tätig war. Ja, ja. Ich erinnere mich noch, wie er Faktoranalyse mit Stricknadeln durch einen Apfel illustriert hat, wo er sagt, was heißt orthogonale Faktoren, was ist nicht orthogonal, steckte Stricknadeln durch den Apfel. Und ich fand es wunderbar einsichtig und hatte sofort eine Veranschaulichung von einem sehr abstrakten Konzept. Und ich habe mir erlaubt, diese Idee in meinem Buch über Einführung in Faktorenanalyse zu übernehmen. Nur es waren noch Käsestückchen und Weintrauben drauf auf diesen. Aber das ist wirklich gut. Das geht gut. Ja, ja, also von daher, das ist Ihre Geschichte mit Lienert, das finde ich sehr interessant, dass Lienert Sie nach Heidelberg gebracht hat. Ja, das war ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite, den will ich nur ganz schnell nebenbei noch erwähnen, Lienert hat mich in Düsseldorf immatrikuliert. Er ist in die Schlange gegangen und hat tatsächlich mich immatrikuliert. Gut, weil ich konnte nicht, weil ich bestimmte Sachen schon in Heidelberg machte. Und das fand ich also ganz großartig, dass er das für mich gemacht hat. Toll. Ja, Lienert war schon eine sehr spezielle Persönlichkeit. Ja. Ich schätze, ich habe ihn auch sehr gemocht und finde, er ist ja ein sehr sympathischer Zeitgenosse gewesen. Und okay, kommen wir nochmal nach Heidelberg zurück. Sie haben 1969 dann in der Villa angefangen, ist das richtig? Das ist richtig, in 242 Hauptstraße. Genau, heute ist das Internationale Wissenschaftsforum dort untergebracht. Ja, das weiß ich. Damals war es der Sitz der Psychologie, da hat Karl Friedrich Graumann vor allem gewirkt. Sie haben bei Graumann angefangen. Ja, Graumann hat auch den sogenannten Friedrichsbau im Auge gehabt, dass da die Psychologie hin sollte. Und das hat er dann bei einigen Kriterien hat er das auch geschafft. Also das war ganz klar, dass Graumann derjenige war, der das Institut an den Ort gebracht hat, an dem das Institut jetzt ist. Ja, ja, genau. Aber die Zeit in der Villa haben Sie noch miterlebt? Die habe ich prima miterlebt. Und der einzige Mensch, den ich kannte in Heidelberg, war Jürgen Bredenkamp. Weil ich den ja aus Hamburg kannte, daher. Und Jürgen war auch der, der dann gesagt hat, sag mal, das wird hier immer mehr mit Methodenlehre. Wenn du zwar im WHO-Projekt drin bist, aber irgendwann brauchen die dich doch nicht mehr, dann komm doch zu uns. Und das heißt, so kam es. Jürgen Bredenkamp hat Sie nach ins Institut gebracht. Ja. Sehr interessant. Ah, das war mir auch nicht so klar. Toll. Ja, und da haben Sie dann sozusagen erst in der Villa und später in der Hauptstraße 47 bis zum Ruhestand gewerkelt. Der Ruhestand hat wann begonnen? 2005. Ja. Ja. Das ist eine lange Zeit. Sie haben in der Zeit, ich hätte fast gesagt, 35 Jahre lang Methodenausbildung der Psychologie. Nicht nur die. Das Ganze, also mein Streben war, auch vor allen Dingen nach der Promotion, die ja mit dem EEG-Thema verbunden war, dass ich ein physiologisches Labor etabliere am Institut,
Und Herr Graumann war sehr interessiert und wir haben dann einen Plan aufgestellt, haben auch die Geräte für das Labor gekauft. Nur erzählte mir irgendwann Rainer Bastine auf der Straße, mein lieber Klaus, das wird nichts mit deinem Labor. Wieso, wir haben doch alles gekauft, was ist los? Ja, die Wartungsgelder sind so hoch dafür, dass wir, das Institut, das nicht bezahlen können. Daraufhin ging das ganze Labor an eine Gruppe Stressforschung, Meyer und Maywald, in den Flachbau, der hinten, da wo wir unsere Autos geparkt hatten. Ja, da waren die drin und haben dann das dort wenigstens nutzen können. Aber das war dann ausgegliedert vom Theologischen Institut. Und es gehörte dann mit Maywald und anderen natürlich der Medizin und nicht der Psychologie. Ne? Genau. Ja. Und, also das war für mich ein echter Bruch. Schade. Also, weil das war eigentlich meine Idee, mich auf diesem Gebiet auch zu positionieren. Und gut, ich habe es dann hinterher halt in der Lehre noch gemacht, dass die physiologische Psychologie und die Biopsychologie für mich neben der Methodenlehre etwas war, was mich auch ein bisschen zufriedenstellen konnte. Ja. Haben Sie da mit dem Herrn Arends zu tun gehabt? Der hat ja auch die Biopsychologie vertreten, wenn ich das recht erinnere. Arends kannte ich auch von Hamburg. Der hat bei meinen Prüfungen bei Lina beigesessen. Da kannten wir uns schon. Und der ist dann auch ein sehr netter Freund. Ja, der Herr Arends lebt ja noch hier in Neuenheim und ist nach wie vor künstlerisch sehr aktiv. Ich werde ab und zu seinen Ausstellungen eingeladen und freue mich an seinen Kunstwerken. Ja, ich freue mich über seine Kunstwerke auch. Ich habe zwei wunderschöne Pfeifen von ihm gemalt gekriegt. Die habe ich noch. Ich habe auch, er liebt es ja, auf Altpapier zu malen und ich habe wunderbare Kunstwerke, die auf der Rückseite Rechenzentrums enthalten. Das ist witzig. Na, kommen wir nochmal zurück zur Methodenlehre. Sie haben ja damals auch wichtige Bücher geschrieben und mitverfasst. Steckbrief der Psychologie war für mich als junger Student ein Leitfaden. Ja. Genau das sollte er auch sein. Und wenn Sie so meine Weniger sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass ich jedem treu geblieben war, was ich mir selbst auf die Fahne geschrieben habe, nämlich Psychologie verständlich aus den Instituten nach draußen zu bringen. Das war sowohl der Methodenatlas, so wie der Einstieg in die Faktorenanalyse, wie die drei Bücher, die ich jetzt in Ruhe stand. Genau, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Bleiben wir nochmal einen Moment in der aktiven Zeit. Was sind Ihre Erinnerungen an die aktive Zeit? Sie haben viel mit Joachim Werner zusammengearbeitet. Ja, also die aktive Zeit war nach dem Umzug in die Hauptstraße 47 bis 51, war die nicht psychologisch unbedingt geprägt, sondern politisch. Denn das waren dann die Jahre ab 1968 bis mindestens Mitte, Ende 1970. Und die überlagerten eigentlich alles. Zumal wir ja auch im Institut direkt oder relativ direkt betroffen waren. Denn neben uns in der Brunnengasse wohnte die einige Teile von der RAF. Und wir hatten leider auch das Problem mit Margit Schiller, die bei mir im Ex-Praktikum war. Ach, tatsächlich. Die hat bei mir ein bisschen Tutorentätigkeit gemacht und war von einem Tag auf den anderen verschwunden. War dann drüben nur noch in dem Haus, wo die RAF Position bezogen hatte. Ja. Also insofern waren wir schon sehr, sehr stark damit verbunden, zumal wir auch politische Auseinandersetzungen hatten mit Frau von Meyer-Katte, die damals politische Psychologie
als Lehrauftrag hatte. Und das war natürlich den Studenten und nicht nur den Studenten, sondern ehrlich gesagt auch uns ein Dorn im Auge. Und wir haben diese Dame dann aus dem Institut, um es vorsichtig zu sagen, herausgebracht. Ja, ich erinnere mich an diese Geschichte. Ich erinnere mich an Erzählungen auch von Karl Friedrich Graumann, der damals gesagt hat, er hat eine Arbeitsteilung mit Franz Emanuel Weinert getroffen. Weinert soll sich um die Politik kümmern und er macht die Wissenschaft. Ja, so ungefähr war das dann. Das ist natürlich ein bisschen sehr schwarz-weiß geschildert, weil Weinert ebenfalls wissenschaftlich große Spuren hinterlassen hat. Aber ich erinnere mich an diese Schilderung und Graumann sagte, er hat seine Veranstaltung morgens auf 8 Uhr gelegt, weil da waren die ganzen Studierenden nicht wach und haben ihn gar nicht gestört. Das fand ich eine witzige Beschreibung. Solches Zeitmanagement, das haben wir öfter gemacht. Ja, genau. Was ich sagen möchte, ist damit, das war natürlich eine Zeit, die uns sehr behindert hat in der Arbeit, die aber auch auf der anderen Seite sehr viel Reflexionen mit sich brachte. Und das konnte man eigentlich nur aushalten, weil in dem Institut eine ausgezeichnete Atmosphäre. Ich habe selten so eine Atmosphäre wieder erlebt, wie in der damaligen Zeit. Ich bin so gerne ins Institut gegangen, weil das war einfach so, als käme man in eine große Familie. Jeder kannte den anderen. Viele wussten auch, was der andere forschte oder machte. Und das war etwas, wo ich dachte, also schöner als in Heidelberg kann es eigentlich sein. Das war also für mich ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, diese Atmosphäre. Ist eine tolle Schilderung, die Sie da geben. Das entspricht dem, was ich auch empfand, als ich 1997 nach Heidelberg kam und Manfred Amelang, der damals geschäftsführender Direktor war, mir sagte, Joachim, du musst den Heidelberger Geist verwirklichen. Ja, das gab es. Der Heidelberger Geist? Das gab es wirklich. Und ich habe... Schreiben. Ich habe viele Freunde über meine Kollegen gewonnen. Das muss ich wirklich sagen. Also Rainer Bastine zum Beispiel oder Oliver Schilling oder Amelang. Also das war schon Lene Discruse natürlich, klar. Ja. Also das waren wirklich Konstellationen, auch Graumann. Selbst gehörte dazu, ich erinnere mich an die wunderschönen Kolloquien, die wir abends gemacht haben, dann, wo Leute eingeladen wurden, zum Beispiel Herr Häfner aus Mannheim. Das waren wirkliche Highlights, wo man einfach saß und sehr, sehr, auf sehr, sehr hohem Niveau diskutierte, ohne dass es sowas wie Reibereien oder sich jemand positionieren wollte. Das gab es überhaupt nicht, sondern das war irgendwie, als wenn eine große Familie da sitzt und Töne spielen. Das ist eine tolle Atmosphäre, die Sie da beschreiben. Und ich glaube, das hat Heidelberg in gewissen Teilen bis heute versucht zu erhalten. Das ist nicht immer gleichermaßen leicht gefallen, aber das ist ein uniques Merkmal von unserem Standort. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Das ist auch ein Grund für hohe Produktivität. Es hat damals in den 90er Jahren ja den Sonderforschungsbereich Sprache und Kognition gegeben, den Graumann mit Theo Herrmann in Mannheim zusammen auf den Weg brachte. Waren Sie da irgendwo involviert? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Ich war involviert in das große Projekt mit Bochum zusammen, also mit Dietmar Schulte und von Heidelberg aus Peter Fiedler. Und zwar über Reizkonfrontation bei Phobikern. Das war ein ganz großes Projekt, was wir gemacht haben, über mehrere Jahre, ich glaube 5 Jahre waren es insgesamt. Und das war wirklich eine sehr, sehr interessante Arbeit. Die auch dazu führte, dass ich dann zweimal in Amerika war, weil die hatten einen Vortrag von mir gehört in Ulm über Critical Life Events, haben dann gefragt, ob ich das nochmal in
der University of California berichten könnte und sie unterstützen könnte, weil sie ein ganz ähnliches Projekt vor allen Dingen mit physiologischen Variablen beginnen wollten. Und das war für mich was sehr, sehr Interessantes. Ja. Das war ein Langley Porter Institut, also Horowitz und Chalmers. Ja, toll. Kommen wir auf die Zeit Ihres Abschieds vom Institut 2005. Wie leicht ist Ihnen der Abschied gefallen? Was haben Sie danach gemacht? Ich weiß, Sie waren danach nicht untätig. Das ist richtig. Leid getan hat mir das insofern, als man doch liebe Menschen einfach nicht mehr täglich sah. Also zum Beispiel Joe Schaan oder Herrn Röck. Oder auch Joachim Werner, mit dem ich ja sehr eng befreundet war und bin. Also das war schon ein Schnitt. Das muss man sagen. Das ging nicht anders. Ich habe den etwas abfedern können, weil ich noch 2 Jahre schriftlich weiterhin geprüft habe und weil ich dann noch einen Lehrauftrag bei den Bildungswissenschaften gemacht habe. Okay. Ja, aber dann habe ich mich hingesetzt und habe Bücher geschrieben. Genau, Sie haben in der Zeit Ihres Ruhestands 3 Bücher geschrieben, wenn ich das richtig gezählt habe. Das ist ein ordentlicher Output. Und Sie haben darin auch vor allem Ihre systemische Seite nochmal ans Tageslicht gebracht, die ich vorher gar nicht so deutlich gesehen habe. Die hat wahrscheinlich schon in Ihnen geschlummert, aber die habe ich erst aus den späten Werken. Ja, das stimmt. Da ist sie. Es sollte eigentlich zunächst, da kam das her, etwas mit Zeit zu tun haben. Ich war sehr, sehr interessiert an Zeit, zumal mein anderer Freund Rolf Werres mich auch aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, dass Friedrich Kramer da sehr, sehr gute Sachen geschrieben hat. Dann hat mich Joachim Werner angefixt und hat gesagt, wir machen das Zeitreihenanalyse. Das habe ich dann auch gerne gemacht. Und dann merkte ich aber so langsam, dass es irgendwas Integratives geben müsste. Und dann habe ich angefangen, erstmal bei den Soziologen zu graben, habe also Luhmann und Wilke und sowas mir angesehen. Und dann kam ich auf Bischoff, der ja ein Strukturbuch geschrieben hat über Systemtheorie. Und der wollte mit mir zusammen kooperieren. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also ich bin schon im Ruhestand und wir machen da. Ne? Aber ich habe mich dann richtig reingebohrt in die Systemtheorie. Und das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Buch über Verstehen Sie Ihre Seele. Das war mir ein Anliegen, wo meine liebe Frau mich auch gebeten hat, so etwas doch bitte zu Papier zu bringen, weil ich wie in der Belletristik mich recht gut auskannte und auch mal eine Vorlesung machen wollte eigentlich darüber. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich mal bemüht, zu zeigen, welch ungeheurer Reichtum an Psychologie aus der Belletristik zu ziehen ist. Das war mir das Anliegen. Ja, das finde ich ein tolles Anliegen. Das führt mich zu meiner letzten Frage. Wir kommen langsam zum Ende. Die letzte Frage hat damit zu tun, dass Sie die Theatergruppe am Psychologischen Institut über viele Jahrzehnte hinweg geleitet haben, nämlich von 1972 bis 1999. Das ist eine lange Zeit. Was hat Sie damals motiviert, Theater mit den Studierenden zu spielen? Das hatte eine Wurzel, nämlich schon in meiner Schulzeit. Ich wollte gar nicht Psychologie studieren. Ich wollte Theaterwissenschaften studieren. Und das ging nicht, weil ich kein Latein hatte, sondern ich war Neusprachler, nicht Französisch. Also musste diese Neigung oder auch diese Motivation, was mit Theater zu machen, das musste unbedingt in irgendeiner Form realisiert werden. Dann hatte ich das ganz große Glück, dass Karl Raumann das sehr gefördert hat, dass wir dann die Theatergruppe haben und die auch machen. Beispiel, er hat, als wir Sartre gemacht haben, geschlossene Gesellschaft, hat er das in einem Seminar abgehandelt. Also solche Sachen, da muss ich sagen, in der Art hat mich das Institut unglaublich gut unterstützt. Ja, also ich muss sagen, das finde ich eine tolle Aktivität, weil ich glaube, das tut den Studierenden auch gut, noch sehr. Ein bisschen
außerhalb Ihres Faches die Augen aufzuhalten und zu schauen, wie das Leben in anderen Quellen dargestellt wird und Romane und Bühnenstücke natürlich wunderbare Illustrationen psychischer Phänomene liefern. Genau. Das haben Sie ja in Ihrem Buch sehr schön beschrieben. Von daher ganz, ganz toll, dass Sie das gemacht haben. Schade, dass es das heute nicht mehr gibt. Ja, wir haben es versucht. Nach mir haben noch zwei meiner Freunde, Dorette Deike und Jürgen Schmidt, die haben das weitergepflegt. Aber auch dann mag es vielleicht etwas auch mit dem Alter zu tun haben. Ist der Impetus weg und vor allen Dingen Zeit und viel, viel Arbeit, die es braucht, bis man ein Stück so haben kann, dass man das Zuschauern anbieten darf. Das glaube ich gerne. Ich muss jedes Mal, wenn ich mein Büro im Hintergebäude verlasse, an Sie denken, weil ich an der Decke noch die Befestigung sehe für den Vorhang. Ja, genau. Ja, für den Vorhang. Ja. Die ist nach wie vor dort fest. Ja. Wir könnten jederzeit wieder einen Vorhang aufhängen, wenn das erforderlich wäre. Ja. Aber da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich da zur Decke hochschaue, dann denke ich, da ist Fazio Rogge für Genau. Also eine permanente Spur hinterlassen, die ich ganz toll finde. Herr Rogge, wir kommen zum Schluss. Gibt es noch irgendetwas, was Sie uns als Institut mit auf den Weg geben möchten? Ja. Man sollte sich gegenseitig zuhören. Das ist ein schöner Satz und das freut mich, dass Sie das hier ans Ende stellen. Das ist für mich ja auch ein Motiv, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass wir uns zuhören. Ich bedanke mich auch. Und vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich schalte die Video jetzt ab.